lasst die bösen Zeiten mal draußen, feiern wir 100 Jahre und denkt dran, was in diesen 100 Jahren alles passiert ist. Trotzdem gibt's das immer noch. Herzlich willkommen. Wir haben uns eben gerade überlegt, ob uns jeder kennt. Dann schenk mal ein Namensschild um, damit man das gut erkennen kann. Verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ich freue mich, von Seiten der Landesregierung Ihnen heute die Glückwünsche überbringen zu dürfen beim Festakt 100 Jahre Gesundheit am Neckar. Ich komme hier immer wieder gerne her, macht immer wieder Spaß und dieses Mal ist es natürlich ein besonderer Anlass, 100 Jahre. Da möchte ich natürlich auch im Namen der Universität von ganzem Herzen hier gratulieren. Früher in der guten alten Zeit medizinisch, wenn ein Arzt nicht weiter gewusst hat, gab es immer ein Geheimrezept. Gips. An wen richtet sich eigentlich die Gratulation all denjenigen, die dazu beigetragen haben, wie diese Geschichte 100 Jahre Gesundheit am Neckar verlaufen sind? Wenn Sie Ihre IHK mal fragen, dann erleben nur 2% aller Firmen ein 100-jähriges Jubiläum. Alle anderen gehen vorher pleite oder verschwinden vom Markt. Insofern sind 100 Jahre schon mal eine tolle Geschichte, dass Sie die erreicht haben. Ich glaube, Sie alle werden mit mir einstimmen, dass wir diese 100 Jahre nur deswegen geschafft haben, weil wir wirklich exzellente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Und allen, die uns zugucken, ein herzliches Dankeschön für die Treue, für die Leistung, für die Unterstützung und vor allen Dingen für die Fürsorge für die Patientinnen und Patienten. Vielen herzlichen Dank.